Da bin ich wieder, Drink First Programming Session 2, Bierglas Nummer 1. Wir programmieren Reversi. Genug geredet, jetzt wird mal was gearbeitet hier. Nehmen den Texteditor Vim, mache da das Main auf und ein Lib-File. Das wäre bereit. Und wie fangen wir an? Wir müssen mal irgendwie ein Board haben wieder, also recht ähnlich wie letzte Woche. Ich mache mal pub struct board. Und wie sieht so ein Spielbrett aus? Das ist Fields. Das wäre dann mit einem Vektor, also die Zeilen und dann was überlegen soll ich. Nein, ich mache es zeilenweise und dann Spalten hinein, also Steine hinein. Und was haben wir da? Characters. Vektor von Charaktervektoren. Das wären hier die Felder in diesem Board. Jetzt implementiere ich da für dieses Board mal eine New-Methode. Ich könnte auch das Default-Trait implementieren. Aber ich mache es mal mit New. Pubfn New. Das ist eine assoziierte Funktion, die hat keinen Parameter, aber gibt den Datentyp selbst zurück, der ein Verweis ist auf das Board. Wie sieht nun so ein Board aus? Besteht aus einem Vektor aus Vektoren. Wir möchten das gleich initialisieren. Also let mutable machen wir rows. Neuer Vektor. Und ich muss dir noch sagen, was das für ein ist, weg von weg car. Ich könnte auch Compiler-Inferenz zulassen, sobald ich dann ein bisschen programmiert habe und dort Cars hineinschmeiße, merkt dann der Compiler wahrscheinlich, was für ein Typ gemeint wäre. Aber machen wir es mal ausführlich. Also ich habe jetzt Rows und ich mache jetzt for i in 0 bis 8, also 8 exklusiv, mache ich jetzt mal Calls oder Fields oder wie wir es auch immer nennen. Das sind einfach die Spalten in einer Zeile jetzt. Und das ist ein Vektor von Charakteren. Wäre erstellt. Und hier machen wir wiederum dann 8 Felder. Nennen es vielleicht J. Und die Frage ist, ob wir überhaupt die Laufvariable brauchen. Sehen wir dann. Also machen Calls hier und dann Calls.push. Was pushen wir dort drauf? Am besten legen wir irgendwelche Konstanten fest. Const empty gleich. Was nehmen wir da? Underscore vielleicht oder irgendetwas. Nehmen wir mal den Punkt zur Abwechslung. Und ich muss glaube ich sagen, dass es ein Character ist. Können dann immer noch ändern, darum machen wir Konstanten. Also wir pushen das hier rein in die Column und wenn wir die Spalte, also diese Spalten bereit haben für eine Zeile, machen wir dann auch einen Push hier auf diese Columns und geben zum Schluss dieses Board zurück. Fields sind dann halt die Rows. So, jetzt erste große Frage, kompiliert der Code, cargo check, er kompiliert, gibt ein paar Warnungen aus, also die Laufvariablen, die kann ich eigentlich hier drauf verzichten. Wunderbar, das wird noch nicht gebraucht im Moment, so kommt dann aber gleich dazu. Wir können jetzt einen kleinen Test schreiben, also wenn das Programm was in der Testkonfiguration ausgeführt wird, nicht public, sondern einfach Mod Tests. Wir ziehen einfach mal alles von Super hier rein und machen dann einen Test. Fn init board. Und was testen wir da? Wir machen mal let board gleich board new. Da lassen wir jetzt Typinferenz machen. Das ist Testcode. Und was prüfen wir dann? Assert
Board Fields. Achtung, das ist noch nicht public. Das kann ich jetzt selber noch reinschreiben. Da muss ich nicht den Compiler mich warnen. Muss es public sein, wenn ich intern drauf zugreife? Das ist eine gute Frage. Immer so privat wie möglich lassen. Board Fields. Len sollte. Wir haben wieder, sehe ich da gerade Konstanten drin. Das können wir nachher refactoren. Zum Refactoring schreiben wir ja auch Testcode. Schreibt einmal die 8 hier rein. Also wir haben 8 also Fields, das heißt jetzt eigentlich intern, sind ja eigentlich Rows abgelegt. Man kann es auch Rows nennen. Und dann vor irgendetwas in, jetzt ist die Frage, wollen wir es machen? Wollen wir über die Felder iterieren? Dann machen wir Row in Board Fields. Schluck nötig. Row in Board Field, das prüfen wir da. Und dass wir 8 haben, wissen wir. Aber wir wollen jetzt wissen, dass diese Row, dass die auch 8 Elemente enthält. Ja, das wäre mal ein erster Test. Cargo Test. Oh, expect bool found useize. Ah, ich möchte assert equal machen. Falsche Assertion. Okay, das scheint zu funktionieren. Das ist mal gut. Jetzt eben haben wir noch ein paar duplizierte Konstanten drin, beziehungsweise die 8. Const sites useize gleich 8. Also auf die Seitenlänge. Bei einem Rechteck hätte man width und height und so weiter. Hier haben wir auf die Seitenlänge. Das ist 8. 0 bis 8 exklusiv und das gleiche hier. Und das läuft. Also das wäre jetzt mal die Board-Initialisierung. Wir können jetzt noch in der Library schauen, ob wir das auch verwenden können. Let hier denke, es wird wahrscheinlich mutable sein müssen. Machen es mal noch nicht mutable. Let's Board gleich Board New. Und das Ganze müssen wir noch irgendwie reinziehen. Damit hatte ich letztes Mal Mühe. Und zwar geht das so. Use Reversi Board. Das sollte mal reichen. Cargo Run. Okay, jetzt probieren wir vielleicht noch das Ganze mal auszugeben. Mal schauen, wie das aussieht. Ich muss dann noch das Debug Trait deriven oder ableiten, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Und mach mal ein Printline mit diesem Debug hier, Formatkennzeichner. Wird einen Fehler geben. Board cannot be formatted. Ich muss noch das Debug Trait ableiten. Der Bub, nein, nicht der Bub, Debug. Ja, was man sieht, das funktioniert schon mal. Jetzt denke ich, das ist Zeit für den ersten Commit. Vielleicht nochmal formatieren. Cargo FMT hat nichts geändert, weil ich da offenbar perfekt formatierten Code geschrieben habe, das erste Mal. Ich drücke Ctrl Z und jetzt lernen wir ja dazu vom letzten Mal. Git Status. Was habe ich hier? ls git add src stern.rs, also dieses Swap-File hier soll ich weglassen. Das ist eine Eigenheit von Windows. Was haben wir noch? Git add alles, was Cargo drin hat. Und jetzt eben, weil ich in einem bestehenden Repository Cargo New ausgeführt habe, wird jetzt dort eben kein Git-Ignore-File drin sein. Darum müssen wir halt einfach dieses Target hier ausklammern. Und wir könnten gleich die Swap-Files auch mit ausklammern. Also machen wir da Echo. Ich glaube in allen Unterverzeichnissen Stern.swap. Ich hoffe, das funktioniert. Und hängen das dem Git-Ignore-File an. Git add Git-Ignore. Wunderbar.
frage mal Initial Commit, obwohl es nicht der Initial Commit vom Repository ist, sondern eins der Initial Commit von dieser Aufgabe. Commit Initialize 8x8 Board. Und ich pushe das mal. So, jetzt im Vordergrund wieder Vim aufmachen, da bin ich zurück. Und ich denke, für den ersten Schritt, das war jetzt einfach. Jetzt schauen wir doch, dass wir eine schöne Ausgabe herbekommen. Wobei, etwas habe ich falsch gemacht. Ich zeige es schnell beim Spiel hier. Also ich bin noch nicht fertig. Reverse, ich habe es dann noch offen. Ich habe es noch nicht korrekt initialisiert, weil hier fehlt ja noch, fehlen noch die Steine am Anfang. Setzen wir die also noch. Wir haben hier empty. Ich denke, wir machen hier wieder black. Nehmen wir mal das x. Und das white nehmen wir das o. Hier wunderschön eingerückt. Zufall natürlich. Also wir müssen jetzt hier noch einige Felder manuell setzen. Jetzt machen wir das Test First Programming, Test in Development, Drink Driven Development, DDD, Drink First Programming. Wir rendern zuerst einen Test. Und was erwarten wir zusätzlich? Nicht nur, dass wir 8x8 Felder haben, sondern auch, dass wir Felder mit einem bestimmten Wert haben. Und jetzt wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wir können auch die Empty-Felder prüfen, dass wir das Ganze ein bisschen umbauen. Also können wir es gleich integrieren. Ich mache jetzt nicht mehr eine Row, sondern einen Row-Index. Und ich mache das dann mal. Ich erwarte, dass es 8 sind, also kann ich hier oder entsprechend Side sind. I, also das können wir asserten hier. Das können wir auch weiterhin asserten, aber ich loop jetzt anders darüber. Let fields gleich. Mach da board fields. Oder sage ich einfach, das ist die Row. Habe ich hier Rowland, kann ich es validieren. Das ist korrekt. Und jetzt gehe ich die Felder durch. Wieder Sides, das Breite und Höhe ist die gleiche. Und mache jetzt eigentlich, also Call oder das Field. Board, also nein, Row J. Und jetzt bin ich auf dem einzelnen Feld. Und jetzt, ich sage es mal, ich ändere es noch nicht. Ich habe jetzt einmal den Test erweitert. Assert equal, dass eben diese Column gleich empty ist. Wird nachher nicht in jedem Fall stimmen. Aber jetzt im Moment geht das noch. Moment, jetzt haben wir hier, greifen wir hier drauf zu. Jetzt kommt der Borrow-Checker. Also wir können klonen oder borrowen. Aber ich denke, die Row, wenn wir die mal hier ausleihen, dann können wir ja, weil wir nur lesend drauf zugreifen, das so machen. Ja, das funktioniert. Und lauter empty columns. Ich stashe mal, weil nicht stashe, ich füge es dem Staging-Bereich hinzu, weil diese Testerweiterung an und für sich sinnvoll ist. Jetzt haben wir den Test erweitert, er läuft aber noch durch. Jetzt wollen wir weiter programmieren und wir schauen jetzt zuerst, dass wir einen nicht funktionierenden Test erhalten. Jetzt, wie können wir das unterscheiden? Also wir können einfach mal if-else machen oder könnten wir da vielleicht auch ein Match... Ich probiere mal ein bisschen Pattern-Matching, ich will ja etwas lernen heute, auf die Gefahr hin, mich zu blamieren. Machen wir mal einen Match. Und was matchen wir? Wir matchen gleich eine Tupel, und zwar IJ. Und jetzt ist die Frage, was die für Werte erhalten kann. Also wenn die dann matcht auf den Index, also es ist zeilenbasiert, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, die auf 3, 3 matcht, dann machen wir eben nicht assert equal auf empty, sondern auf white. Ich schreibe jetzt alle Tests aus, und soll es mal so
lassen. Nein, ich mache es Schritt für Schritt. Diesen Pattern Matching, mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Schluck auf. Alles protokollieren. Ich protokolliere es. Das ist im Sinne der Wissenschaft. Jetzt habe ich die Startzeit vergessen. Ja, ich hoffe, Sie verzeihen mir diese Ungenauigkeit. Das Video läuft seit 15 Minuten. 15:30 sagen wir, ja, 18:04. Getränke, weiß noch nicht wie viele. Ereignisse und Erlebnisse. 18, 19 Uhr. Schluck auf. Muss alles dokumentiert werden. Ja, ich werde es dann nicht konsequent machen. Sie kennen mich ja. Okay, Pattern Matching eingeführt. Der Test dürfte scheitern. Moment noch, mach es auch anders. Ich mache einfach ein Refactoring vom Testcode mit dem Pattern Matching, ohne dass der scheitert. Das ist schon mal gut. Und jetzt habe ich das Pattern Matching drin, also auf Index 3.3, soll jetzt weit kommen. Ich hoffe, dass mal der Test schon kompiliert, das ist nicht selbstverständlich. Der Test funktioniert, aber Left, Right failed, also der Vergleich scheitert, weil offenbar alles hier leer ist. Also müssen wir hier beim New, müssen wir das entsprechend konfigurieren. Also die Logik ist eigentlich ziemlich gespiegelt. Jetzt, ich denke, diese Lauf-Variablen sind doch wieder sinnvoll. Führen wir die wieder ein. Und wir können auch hier ein Pattern-Matching machen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Machen wir das mal. Match IJ. Wissen jetzt, wie es geht. Wenn es auf 3.3 matcht, was machen wir da? Calls.push white. Und in allen anderen Fällen push empty. Also der Testcode und der Produktivcode, die spiegeln sich. Okay, das hat geklappt. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich mache es jetzt absichtlich nicht optimal. Ich denke, nachher kann man es auch vereinfachen, aber Refactoring kommt immer am Schluss. So, wir haben ja nicht nur die 3.3, sondern auch die 4.4 als weiß. Das ist auch weiß. Test scheitert wieder, wie erwartet. Und wir versuchen sie zum Laufen zu bringen. Das hat geklappt. Jetzt, ich glaube, man kann es hier auch so schreiben, weil wir die gleiche Aktion durchführen, dass wir dann auch das in einem Pattern zusammenfassen, in einer Regel zusammenfassen. Und der Test funktioniert immer noch. Das heißt, wir können das so machen. Wir können es natürlich auch im Testcode gleich machen. Der sollte immer noch durchlaufen. Sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben hier bei Schwarz nicht mehr 3.3 und 4.4, sondern eben was anderes. 0.1.2.3, 0.1.2.3.4, also 3.4 einerseits. Machen wir das gleich in einem Zug. Und 4.3. Behaupte ich mal. Das scheitert aus gutem Grund, weil wir das nämlich oben noch nicht gemacht haben. Also spiegeln wir das auch hier. 4.3, Black. Und es funktioniert wieder alles. Schnell formatieren. Ja, auch das hatte ich schon korrekt gemacht, da wurde nichts geändert. Und jetzt können wir vielleicht nochmal mit Cargo Run schauen, wie es jetzt aussieht hier. Ja, sieht nicht mehr ganz genau gleich aus wie vorher. Wir haben jetzt da ein paar Änderungen drin. Schmidt.md. Ich sollte vielleicht die Swap-Files generell ausklammern, aber lassen wir das jetzt mal für das Protokoll nach. Und macht einen Commit. Correctly initialize starting position.
Sollte da schon noch zumachen hier. So machen wir es im Vordergrund wieder auf. Und ich denke, 20 Minuten Marke wäre sicher mal Zeit für einen Schluck Bier. Und anschließend widme ich mich der Ausgabe dieses Feldes. Bis gleich.